Ja, Leute, folgendermaßen sieht's aus. So wie es aussieht, findet oder hat die letzten Wochen ein Riesenskandal stattgefunden in der Security-Branche. Es geht wahrscheinlich um die Löhne von 2 bis 3 Monatslöhne von mehreren, eventuell mehreren 100 Security-Mitarbeitern. Folgendermaßen, ein kleineres Subunternehmen, gegründet von einem Türken, aber die Nationalität ist jetzt nicht wichtig, weil er Türke ist, sondern weil die Türkei anscheinend die Leute nicht ausliefert. Ja, also es kann genauso gut ein Iraner, Türke, Russe, Deutscher, Afrikaner oder sonst irgendwas sein. Ja, also es geht darum, ne, also kommt mir bitte in den Kommentaren jetzt nicht mit irgendwelchen komischen Kommentaren. Ich habe in der Security-Branche für Iraner, Russen, Türken, Deutschen, für alle möglichen Nationalitäten gearbeitet und überall gab es gute und schlechte Menschen, ja, also das ist so wie immer. Es gibt Abzocker, Abzieher und es gibt Leute, die seriös arbeiten. Leider war es jetzt diesmal ein Türke, der jetzt sich in die Türkei abgesetzt hat und zwar mit den Löhnen von Dezember, Januar und Februar eventuell, also 3 Monatslöhnen, aber jetzt nicht nur von einem, nicht von 2, sondern eventuell von 50, 100 oder mehreren 100 Security-Mitarbeitern. Wie ist das Ganze abgelaufen? Wir haben mittlerweile jetzt rausgefunden, dass er schon 2 oder 3 Firmen hier aus Köln schon in den Abgrund gemanagt hat, wohl irgendwie involviert war, so wie ich jetzt mitbekommen habe. Ich kann auch nicht alle Details erzählen, weil wir haben demnächst eine Gerichtsverhandlung. So, er hat wohl jetzt die Monatslöhne von 2, 3 Monatslöhnen, Dezember, Januar und Februar eventuell, von mehreren 100 Mitarbeitern mitgenommen, hat sich in die Türkei abgesetzt. Und so wie ich das jetzt mitbekommen habe, liefert die Türkei den ja nicht aus. Die haben kein Abkommen mit Europa und dementsprechend fühlt er sich da jetzt sicher und macht jetzt sein Ding und zwar mit einem vielen Löhnen und Gehältern von Security-Mitarbeitern. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, viele von denen waren vielleicht kurz vorher arbeitslos und hatten Geld vom Staat bekommen. Dann haben die 2 Monate gearbeitet als Beispiel. In der Security-Branche ist das normal, du arbeitest einen Monat und dann 2 Wochen nach Monatsende kommt erst dein Geld für den letzten Monat. Das heißt, bis du merkst, dass da jemand Abzocke betreibt, kann das eventuell 2 Monate dauern. Also 1,5 Monate wäre regulär, dann kriegst du dein Geld. Aber dann kann das ja noch 2 Wochen dauern. Dann redet der sich irgendwie raus, ja, das Geld ist unterwegs, wir sind am Machen, am Tun und so. Und dann arbeitest du 2 Monate ohne Geld, weil du denkst, okay, das Geld kommt jeden Tag und es kommt nicht. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass es so um die 2.500-3.000 Euro brutto oder leicht drüber sein können, pro Person, pro Monat. Jetzt rechne das mal auf 50 oder 100 oder 200 oder 300 Mitarbeitern. Da kommst du mal eben auf 500.000, 1 Million oder über 1 Million Euro, ja? So wie es aussieht, ist es eine Riesensumme auf jeden Fall. So, und der Typ hat sich abgesetzt. Einige Familienmitglieder von ihm sind aber noch hier in Deutschland. Ja, soweit wissen wir schon Bescheid. So, jetzt möchte ich euch mal einen Tipp geben. Solltet ihr Security-Mitarbeiter aktuell sein oder demnächst werden wollen, gebe ich euch einen riesen Tipp mit. Ich habe die letzten 4, 5 Jahre in sehr vielen Subunternehmen gearbeitet, kleinere Subunternehmen, die für riesengroße Security-Unternehmen gearbeitet haben. Und ohne Ausnahme gab es Streitigkeiten wegen Fahrtkosten, ja, weil am Anfang sagen die, ja, fahr mal da 100 Kilometer, da 200 Kilometer, teilweise hatte ich das, ich habe auch schon Psychiatrie gearbeitet, Flüchtlingsheim dann gewechselt, eine Woche Flüchtlingsheim, dann eine Psychiatrie und so weiter, Jugendherberge, also nicht Jugendherberge, sondern diese Jugendlichen, die Schwierigkeiten mit dem Gesetz haben und dann irgend so ein Heim und so, Jugendheim und so, also ich habe dann gewechselt, dann sagte er, ja, heute fährst du 100 Kilometer nach da, nächste Woche 150 Kilometer nach da und, ne, und das war sogar mein Landsmann, das war kein Türke, das war ein Iraner. So, und am Ende des Tages hat er mir mein Spritgeld entweder zu wenig oder gar nicht gegeben, ne? Und am Ende habe ich festgestellt, dass er meine Urlaubsabgeltung nicht bezahlt hat. Und damals wusste ich noch nicht, was das ist. Das ist Urlaubstage, die du nicht genommen hast, aber die bezahlt werden müssen, wenn du gekündigt wirst. Sagen wir mal, du wirst nach 3, 4 Monaten gekündigt. Egal, lange Rede, kurzer Sinn. Spritgelder wurden nicht genügend bezahlt. Urlaubsentgelte oder Urlaubsabgeltung wurde nicht bezahlt. Ja, das war noch das kleinere Übel. Und das ist jetzt, das hat mich jetzt auch getroffen. Ich habe komplett Januar, Februar und März jetzt keinen Lohn bekommen. Ich habe aber nur Januar, Februar komplett
durchgearbeitet, ohne Geld zu bekommen. Jetzt für März bekomme ich jetzt wieder Geld, aber diesmal leider vom Vater Staat, weil mein Arbeitgeber abgehauen ist. Und jetzt möchte ich jedem von euch einen Tipp geben. Jeder, der demnächst in der Security-Branche arbeiten möchte, hütet euch vor Subunternehmen. Ich habe festgestellt, dass in keinem einzigen Fall, es mag vielleicht Ausnahmen geben, denen bin ich aber leider nicht begegnet. Viele, viele Subunternehmen arbeiten mit Tricks, mit kleinen Tricks. Hier mal Urlaubsentgelt nicht bezahlen, da mal irgendwie Geld hinauszögern, später bezahlen, Spritgelder zu wenig bezahlen und lauter solche Dinge. Oder irgendwie Überstunden, die nicht abgesprochen sind, dass der Chef dich ständig anruft, ey, kannst du nochmal? Und jedes Mal, wenn du ja sagst, naja, ruft er dich nächste Woche wieder an. Am Ende des Tages bist du nur noch am Arbeiten, du hast keinerlei Freizeit mehr. Ihr müsst aufpassen, diese Subunternehmen in den Security in der Security-Branche sind so eine Art, wie soll man das erklären? Kennt ihr diese Geckos? Diese Geckos, die an den Wänden langlaufen und dann, wenn du die packst, so den Schwanz abwerfen, ja? Diese Subunternehmen sind teilweise nur deswegen erschaffen und so wie es aussieht, wir haben ein paar Informationen, dass das kleinere Subunternehmen höchstwahrscheinlich mit dem größeren Subunternehmen irgendwie miteinander zusammenarbeiten. Genauere Details kann ich euch erst in 2-3 Wochen sagen, wenn die Gerichtsverhandlung schon gewesen ist. Ja? So. Ein Detail kann ich euch verraten. Wie gesagt, wegen der Gerichtsverhandlung lasse ich das weg. Also, eine Riesenwarnung geht aus an alle Leute, die 34a Sachkundeprüfung machen. Hütet euch. Guckt ganz genau hin, mit was für Subunternehmen ihr zusammenarbeitet, weil am Ende des Tages könnt ihr richtig dreist abgezogen werden. Und so wie es aussieht, ist der Typ wirklich über alle Berge in der Türkei und wie gesagt, die liefern nicht aus. Das heißt, der macht sich jetzt ein schönes Leben wahrscheinlich in der Türkei die nächsten Jahre. Plus, was das Schlimmste ist, dass seine Verwandtschaft, seine Schwester und Mutter und Vater und so, die wohnen noch hier in Deutschland und anscheinend haben die nicht vor, hier abzuhauen. Die wollen hier anscheinend bleiben, man weiß es nicht. Jetzt ist halt das Problem, so wie ich das mitbekommen habe, keiner weiß, wie man jetzt an die Gehälter und Löhne kommt von vielen Security-Mitarbeitern. Und jetzt überleg mal, wir haben Corona-Zeiten, alle Läden sind zu, auch diese ganzen Jobcenter. Jetzt müssen Leute, die 2-3 Monate hart gearbeitet haben, die haben teilweise 12 Stunden lang vor irgendwelchen Supermärkten gearbeitet, als Beispiel, in der Kälte. Ihr wisst, die letzten 2-3 Monate war es sehr windig, sehr kalt, sehr oft geregnet und so, die haben teilweise 12 Stunden vor der Tür gestanden, in der Hoffnung, okay, wenigstens am Ende des Monats kriege ich einigermaßen gutes Geld und kann meinen Kindern, meiner Familie irgendwas Schönes entweder zu Weihnachten kaufen oder kurz nach Weihnachten ein paar Geschenke machen oder einfach mein Leben bezahlen, Autoversicherung, Miete und so weiter und so fort. Deswegen hütet euch. Und ein Detail kann ich euch, oder das kommt in einem separaten Video, weil das ist wichtig. Ja, also, was macht ihr? Wenn ihr für Subunternehmen arbeitet, müsst ihr doppelt und dreifach hingucken. Seit wann existiert die Firma? Wie viele Mitarbeiter haben die? Welche, ne? Jetzt nicht eine Firma, die vor 2-4 Monaten irgendwie gegründet wurde. Ihr müsst euch informieren. Ja, so, und am Ende des Tages, was kann ich euch empfehlen? Geht am besten immer direkt zu den größeren Security-Firmen. Ja, die Plätze da sind vielleicht ein bisschen rar. Vielleicht ist es schwerer, da reinzukommen. Aber diese größeren Security-Unternehmen, da ist es eher wahrscheinlich, dass ihr euer Geld bekommt, dass ihr nicht abgezockt werdet, ja? Weil diese Subunternehmen, ich habe festgestellt, wie ich schon eingangs erwähnt habe, das sind so wie so ein Gecko-Schwanz, ja? Die bauen Scheiße, diese Subunternehmen, der Chef haut mit der Kohle ab oder bezahlt nicht pünktlich oder was auch immer und das größere Unternehmen kann dann sich in Unschuld waschen und sagen, ja, aber das war doch das Subunternehmen, da haben wir doch nichts mit zu tun, ja? Das ist so eine Art Masche, so eine Art Trick in der Security-Branche, ja? Die kleineren Unternehmen werden nur gegründet für 1-2 Jahre, die bauen richtig viel Scheiße, sacken sich Kohle ein und dann im Hintergrund kann es sehr gut sein, dass diese kleineren Subunternehmen das Geld irgendwie mit dem größeren Subunternehmen sich irgendwie halbe-halbe machen oder wie auch immer. Hauptsache der kleinere haut dann irgendwo ab ins Ausland, irgend so ein Land, wo keine Auslieferung und so besteht mit Europa und ja, am Ende des Tages steht ihr da. Und Gerichtskosten sind teuer, ja. Erstens kann sich nicht jeder leisten, mal eben vor Gericht zu ziehen. Ich habe übrigens eine einstweilige Verfügung gemacht, dass die Gehälter für Februar wenigstens nicht an diese Firma ausgezahlt werden. Ja, eine einstweilige Verfügung habe ich gemacht. Und wir haben noch separat ein Gerichtsverfahren, wo beide Firmen, sowohl das kleinere als auch das größere, sozusagen vor Gericht kommen. Hier Arbeitsgericht Düsseldorf.
demnächst sind die Verhandlungen und erst dann kann ich, weil die Story, wenn ihr diese Story zu hören bekommt, ihr glaubt euren Ohren nicht. Das ist so wie Hollywood. Ihr könnt einen Hollywood-Film draus machen. Was der Typ eigentlich ist, woher der kommt, was für Kontakte der hat, hier und auch in der Türkei. Ganz krasse Story, aber ich kann wie gesagt mit Details hier nicht rauskommen. Es gibt ein paar Details, die müssen erst vor Gericht gesagt werden und dann kann man gucken, ob man das irgendwie hier zumindest ungefähr erzählen kann, okay? Dafür lasst ein Abo da, lasst ein Like da, auch wenn die Like-Dislike-Funktion ausgeschaltet ist. Ich mache kontroverse Videos, genau wie das hier, ne? Und es wird einigen dieser Security-Leute nicht gefallen, dass ich diese Videos für euch mache, damit ihr informiert werdet, damit die euch nicht mehr abzocken können. Deswegen, denkt dran, auch liken, wenn die Dislike- und Like-Funktion ausgeschaltet ist. Kommentare wären wichtig für den Algorithmus. Ja, und wenn ihr mir helfen wollt, besucht mich auf Twitch. Akku Power Twitch ist mein Name dort. Dort streame ich jeden Tag. Akku Power Twitch. Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Facebook, Instagram und mein Twitch-Kanal. Würde mich freuen, wenn ihr da ein Abo da lasst und mal reinschaut. Es ist sehr wichtig. In spätestens, ja, sagen wir mal ein, zwei Wochen, wenn alles vorüber ist, die Gerichtsverhandlung gewesen ist, kann ich euch vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Und vertraut mir, die Story ist einfach Hollywood-reif. In diesem Sinne, passt auf, mit wem ihr Geschäfte macht, vor allen Dingen in der Security-Branche. Sehr viele Betrüger sind hier unterwegs. Und ja, schreibt mir eventuell privat, jetzt nicht unbedingt in die Kommentare, wenn ihr auch selbst betroffen seid, ja. Also viele, viele Security-Mitarbeiter aus Düsseldorf und Umgebung wurden um ihre Gehälter von Dezember, Januar und Februar 2020 und 2020 2020 noch. Und dann Januar 2021 und Februar 2021 betrogen. Wenn ihr Betroffene seid, schreibt mir auch auf Facebook oder Instagram privat, nicht unbedingt hier in die Kommentare. Auch wenn ihr Details dazu noch wisst, auch bitte in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns demnächst wieder. Denkt an Twitch, Akku Power Twitch. Wir sehen uns, bis dann. Facebook, Instagram, alles in der Videobeschreibung. Abonnieren, liken, teilen.